Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu unserer Reihe Spieldoc. Ein Thema, zwei Filme. Das Ganze in Kooperation mit dem Naxos Kino. Wir freuen uns sehr über diese Idee, dass dienstags ein Film, ein Dokumentarfilm im Naxos Kino läuft und donnerstags das Pendant als Spielfilm quasi zum selben Thema dann hier bei uns. Und das hat uns eben auch ermöglicht, dass wir ganz tolle Gäste dann immer präsentieren durften. Heute ist es tatsächlich so, dass ich in zwei der mutigsten, die ich jemals kennenlernen durfte, zumindest wenn man sich diese Filme und Bücher anschaut und liest, mit diesen Menschen spricht, was sie alles schon gemacht haben, was sie alles für Risiken auf sich genommen haben. Das ist ganz, ganz bewundernswert. Schon mal großen Applaus bitte, Jürgen Gresslin und Daniel Harrich, dass ihr hier seid. Dankeschön. Genau. Und ja, heute geht es um Meister des Todes. Das ist der Film, den wir gleich sehen werden. Der ist Grimme-Preis gekrönt. Und ist Daniel jetzt eigentlich im Saal? Ich weiß nicht, oder ist er draußen? Nee, ich würde ihn gerne jetzt eigentlich vorher reinrufen. Vielleicht auch Jürgen, das ist nett, dass du nochmal holst. Die linke Tür. Ja. Genau, Daniel Harrich ist ein ganz großartiger Regisseur, unfassbar investigativ, macht dann Spielfilme draus, die dann auch oft zu großen Themenabenden in der ARD werden, dort sehr, sehr kontrovers diskutiert werden, das werden wir heute eben auch wieder erleben. Ich habe ihn kennengelernt damals bei einem Film, der auf dem Filmfest München und Max-Uffels-Preis lief, über das Oktoberfest-Attentat. Er sucht sich also auch immer wieder Themen aus, die vielleicht aus dem kollektiven Gedächtnis ein bisschen verschwunden sind, und jetzt ist er auch im Saal. Also begrüßen Sie einmal mit mir vorne Daniel Harrich. Willkommen. Einmal, komm mal nach vorne bitte. Ich wollte dich nämlich noch ein paar Worte vorweg sagen lassen. Ich, ja. Hallo, erstmal willkommen in Frankfurt. Vielen herzlichen Dank für das warme Willkommen heißen. Ich wurde nämlich gerade um die Ecke bei der Tapas-Bar unerwarteterweise eingeladen. Dankeschön. Gerne, da nicht für. Aber das Ding ist, dieser Film jetzt heute, der ist, ich habe gerade gesagt, Grimme-Preis gekrönt, aber das ist eigentlich nicht das Besonderste. Das Besonderste war, die Premiere war im Bundestag. Nein, das ist nicht das Besonderste. Das Besonderste ist, dass der Film letztendlich mitverantwortlich ist für jetzt zwei abgeschlossene Strafverfahren. Und zwar die Verantwortlichen von Heckler und Koch und Sig Sauer wurden beide wegen illegaler Kriegswaffenexporte und Waffenexporte nach Mexiko und Kolumbien mittlerweile in erster Instanz verurteilt. Der Film hat zu runden. Da kann man kurz mal klatschen, da muss ich dich kurz unterbrechen. Der Film hatte am Tag der Ausstrahlung kam es zu einer Aktuellen Stunde im Bundestag und er ist einer von jetzt vier bzw. bald fünf Filmen, die wir auf dieser politischen Ebene machen. Also für uns geht es tatsächlich darum, mit Filmen die Realpolitik zu beeinflussen und realpolitischen Wandel anzustoßen. Das ist der Grund, warum wir Filme machen. Okay, jetzt versuchen das aber tatsächlich viele. Wie hast du es geschafft, dass der Film im Bundestag dann auch wirklich lief? Ich weiß nicht, wer das sonst noch so macht, also weil du viele sagst. Also naja, also macht das suchen einige zumindest. Nein. Nicht? Okay. Na gut. Sorry, nein. Aber, also ich kenne niemanden, wenn du jemanden kennst, ja, kannst du gerne mir vorstellen. Aber wie hast du es gemacht? Das ist letztendlich das Thema. Die Filme haben so viel politische Sprengkraft, dass die Frage gar nicht ist, ob wir das machen, sondern die Frage ist nur, in welche Konstellation und wie können wir das realpolitisch am meisten bewirken. Und der Bundestag, beim letzten Film Saat des Terrors war es Bundestag, war es verschiedene Landtage, hat sich schon verselbstständigt. Ursprünglich geht das Ganze zurück auf einen Film, der vor 5 Jahren Premiere gefeiert hat, und zwar im Bayerischen Landtag, der hieß Der blinde Fleck, und da ging es ums Oktoberfestattentat von 1980. Der Film hat wiederum zur Auswirkung gehabt, die Wiederaufnahme der Ermittlungen nach 34 Jahren durch die Bundesanwaltschaft, und da haben wir uns kennengelernt in Saarbrücken, als du den Film vorgestellt hast. Gerade auch schon erzählt, danke dir. Nachher wird es ein Gespräch natürlich geben. Rudolf Worschech, der Chefredakteur von EPD Film, Deutschlands führender Fachzeitschrift zum Thema Film, wird das führen. Dann wird auch Jürgen Gresslin mit nach vorne kommen. Möchtest du uns vor dem Film noch was mit auf den Weg geben? Viel Erfolg zu wünschen, viel gute Unterhaltung bei so einem Film zu wünschen, ist problematisch. Ich wünsche einen spannenden und interessanten Abend, und ich stehe für Fragen und Anregungen danach gerne zur Verfügung. Für uns sind es ja Leidenschaftsprojekte, die über Jahre hinweg gehen. Dankeschön, Daniel Harrich. Film ab und ja, bis nachher. Ja, guten Abend erstmal von meiner Seite. Auch besten Dank für den Film. Schön, dass Sie beide da sind. Herr Gresslin, Sie sind ja quasi der Anton Niethammer
Oh, Entschuldigung, Sie sind ja quasi der Anton Niethammer im Realen des Films. Sie haben sehr viele Bücher, ich fange mal mit ihm an. Bitte, ich gedacht, bitte. Sie haben sehr viele Bücher darüber geschrieben, mit Ihnen zusammen, eins 2015. Sie haben sich immer seit Jahrzehnten gegen Waffenhandel engagiert und sind Sprecher der Deutschen Friedensgesellschaft, was ja auch eine sehr alte, was die wenigsten vielleicht wissen, Organisation ist, die früher Menschen wie mir zum Beispiel Beratung angeboten hatte, wenn man den Wehrdienst mit der Waffe verweigern wollte. Erzählen Sie uns doch, und quasi auch irgendwie der Impulsgeber des Films, erzählen Sie uns doch vielleicht mal, wie das zu der Klage 2010, die jetzt Februar 2019 abgeschlossen wurde, kam. Ja, schönen Abend euch allen, Ihnen allen, dass ihr da seid, ist schön. Es begann 2009 im Herbst mit einem Anruf eines Mitarbeiters im Film, Peter Zirler, also der Leiter der Mexiko-Abteilung, Waffentestabteilung. Es waren vier Leute, die aktiv dort waren, und Zirler war derjenige, der sozusagen beides gemacht hat, die Mexikaner an der mexikanischen Militärs an der Waffe getestet und geübt und eingeschult und befähigt zu schießen, und gleichzeitig derjenige, der dann, haben wir im Film gesehen, was Daniel ja, ich sage jetzt wunderbar das falsche Wort, sehr nachdrücklich in der Spielszene umgesetzt hat, der nachher auch ausgepackt hat. Und da er vollumfänglich ausgepackt hat, hatten wir eine Ausgangslage, wie wir sie noch nie gehabt haben. In all den Jahrzehnten in Deutschland, in der Friedens- und Menschenrechtsbewegung, Entwicklungsbewegung, dass wir alle Dokumente auf dem Tisch hatten, Papier, Fotodokumente, Filmdokumente, Realita, die eine Strafanzeige erst gegen 9 und letztlich gegen 15 Personen ermöglicht hat und dazu geführt hat, dass es tatsächlich das Szenario gab, der Hausdurchsuchungen, der Kistenmitnahme, sowohl in der Firma als auch privat. Und der Film ist, finde ich, das ist ja auch nochmal ein Kompliment an Daniel, in vielen Punkten sehr nah an der Realität, aber es gibt auch Punkte, wo wir weg sein müssen als Spielfilm, weil wir sonst Ärger kriegen, das wird der Daniel viel besser aufzeigen können. Aber wenn ich jetzt den Film jetzt nochmal mit einer gewissen Distanz gesehen habe, sage ich, naja, da steckt schon viel Realität dahinter, wie es denn auch wirklich war. Euphorisch ist der Film am Schluss und zu positiv für mein Empfinden, weil man halt davon ausgeht, dass es eine Staatsanwaltschaft gibt, die die Sache ernst nimmt, die ernsthaft Interesse daran hat, illegalen Waffenhandel zu verfolgen und die Geschäftsführer hinter Gitter zu bringen, und das war nicht der Fall. Dazu muss man aber sagen, zu diesem Ende, zu dem damaligen Zeitpunkt, als wir den Film gemacht haben, gab es schon erste Anzeichen, dass die Staatsanwaltschaft eher schwierig ist vom Umgang her. Wir haben uns aber ganz bewusst dazu entschieden, diesen Film zu nutzen dafür, die Kolleginnen und Kollegen, eigentlich nur Kolleginnen gewesen, der Staatsanwaltschaft zu ermutigen, zu ermitteln, zu ermutigen, das Richtige zu tun und sie jetzt nicht schon mit diesem ersten Film durch den Kakao zu ziehen. Genau das Gegenteil ist passiert. Die haben verhindert, die haben verzögert, die haben beispielsweise die auf der Hand liegenden, durch unsere Dokumente eben beweisbare Rolle der Beamtinnen und Beamten im Bundeswirtschaftsministerium, Auswärtigen Amt und im BAFA einfach verjähren lassen, bevor sie überhaupt ermittelt haben, obwohl sie eigentlich juristisch angehalten gewesen wären, genau das zu tun. Also in unserer Auffassung ganz klar ein Straftatdelikt auf Seiten der Staatsanwaltschaft, damals Peter Frobiller in Stuttgart. Die haben diesen Ball nicht aufgefangen, die haben genau das Gegenteil gemacht. Und im Nachhinein muss man sagen, kommt Zeit, kommt Rat, früher oder später wird auch die Geschichte erzählt werden. Also immerhin sind ja zwei verurteilt worden, ne? Aber 13 oder sowas, glaube ich, sind freigesprochen. Ja, man kann es umgekehrt formulieren. 9, glaube ich, haben jetzt erstmal ein Schreiben gekriegt, dass es doch keine Beweise gäbe, die sie ermittlungsreif machen und letztlich auch Anzeige oder wie soll man eine Anklage befugt machen, um sie letztendlich zu verurteilen. Was ein Hammer ist, was ein Skandal ist, weil diese 15 waren ja erstmal die 15, die uns bekannt waren. Das sind mit Sicherheit, wenn du
mehrere tausend, letztlich ja über 10.000 Sturmgewehre, davon weit über 4.000 in verbotene Unruheprovinzen, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, liefers, das sind ja unglaublich viele Menschen beteiligt. Ja. Und bei den Behörden, Holger Rothbauer, mein Rechtsanwalt, hat dann die Strafanzeige 2010 erweitert um alle relevanten Personen bei den Behörden. Und wie Daniel schon angedeutet hat, hat Peter Fobiller als Staatsanwalt pseudomäßig, alibimäßig, kurzzeitig nach Jahren ermittelt gegen die Behörden, um das Verfahren dann einzustellen gegen alle Behördenvertreter, da ist auch nichts mehr zu machen, obwohl die engstens gedealt haben mit Heckler und Koch, die werden immer und ewig frei rumlaufen. Und gleichzeitig gegen Danuta Harich, also Daniels journalistisch tätige Mutter, Daniel und mich, wegen des Filmes und des Buches, das wir gemacht haben, Netzwerk des Todes, gegen uns Anklage zu erheben. Also wir, die drei sozusagen, die aufgedeckt haben sollten, in München vor Gericht gestellt werden. Und da ging es dann nicht, was mich ja seit 25 Jahren begleitet, um ein zivilrechtliches Verfahren. Also die Aussage muss zurückgenommen werden, sondern da ging es um ein Strafverfahren, was uns, jetzt sagen wir mal theoretisch, vielleicht auch praktisch, ins Gefängnis hätte bringen können. Weil das ist dann niedergeschlagen worden. In München niedergeschlagen worden vom Amtsgericht. Ich glaube, die haben einfach nur den Kopf geschüttelt, dass die drei, die da jetzt das ans Tageslicht bringen, auf verschiedensten Ebenen und damit ja den Stein des Anstoßes gegeben haben, um letztlich zumindest eine Verurteilung herbeizuführen. Das ist ja nicht völlig erfolglos, im Gegenteil. Ist zum 70-jährigen Jubiläum von Heckler & Koch jetzt im Dezember werden sie sich sagen müssen, wir sind zum allerersten Mal verknackt. Wegen illegalen Waffenhandels, also so gesehen sind wir ganz einen Schritt weiter. Aber wie Sie fragen ja nach den Zweien, es sind zwei, der Vertriebsleiter und die, nenne ich es jetzt mal, Chefsekretärin, sind verurteilt worden, auf Bewährung wohlgemerkt. Und die beiden Geschäftsführer, die laufen als freie Leute durch die Gegend. Die einzige, die verurteilt wurde, ist der Barbara Philipp-Charakter hier, die Sekretärin. Und genau dafür, dass von ihrem Computer aus diese E-Mails geschrieben wurden. Durch jemand anderen. Also es ist vollkommen skurril. Ah. Also das ist die Realität. Vielleicht zum Film. Was ist denn, Sie haben ja auch Dokumentarfilme zu dem Thema gedreht. Was ist für Sie der Vorteil, das in einen Spielfilm zu verwandeln? Wir haben mit diesen Filmen, und wir haben es vorhin ja kurz angesprochen, Oktoberfest-Attentat war der Film hier davor, danach ging es noch um gefälschte und minderwertige Medikamente und letztes Jahr um die Unterstützung von Geheimdiensten, die Terrororganisationen weltweit unterstützen. Mhm. Wir schaffen es mit dieser Art von Kombination, Spielfilm mit Doku und Buch, ein einfach sonst noch nie so dagewesenes Publikum für politisch hochkomplexe und fordernde Themen zu mobilisieren. Das heißt, wir schaffen es mit dem Thema, das normalerweise um 23.45 Uhr an einem Montagabend als Dokumentarfilm im Ersten, wenn es denn das überhaupt schafft, laufen würde und ein Publikum von 700.000, 800.000 Leute bekommen würde, ein Millionenpublikum zu erreichen mit diesem Spielfilm, gefolgt von den Dokumentationen, die normalerweise 80-90% der Zuschauer halten können. Und eben jetzt auch, wie jetzt hier in diesem Rahmen, 4 Jahre, 5 Jahre, nachdem wir so einen Film gemacht haben, immer noch regelmäßig Veranstaltungen, ob jetzt mit Meister des Todes, ob mit Blinder Fleck oder eben jetzt auch Saat des Terrors haben, wo wir mit Ihnen sprechen können. Mit Publikum, mit Leuten, die interessiert sind, die das Thema weitertragen, die wiederum mit Leuten über diese Abende sprechen. Das einerseits im Rahmen solcher Organisationen, aber eben auch vor allem, und das, ich weiß, ist auch eine Leidenschaft von dir, mit Schülerinnen und Schülern. Wir haben beispielsweise mit der Blinde Fleck über 10.000 Schülerinnen und Schüler bundesweit in Diskussionen erreicht. Das ist der Grund, das ist das, was wir mit einem Dokumentarfilm normalerweise nicht schaffen würden. Wir erreichen eine ganz andere Zuschauerzahl, ganz anderes Publikum und da kommt es eigentlich, ich sag mal, das Lustige bei der ganzen Geschichte, das hat mir der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung nach der zweiten Veranstaltung mit Meister des Todes im Bundestag gesagt, naja, Herr Harich, dem Heiner Lauterbach hört man halt mehr zu im Bundestag, als wenn Sie kommen würden. Also das ist schon spannend, das ist total interessant. Und apropos mit dem Publikum sprechen, wir laufen uns hier erstmal so ein bisschen warm und dann haben Sie die Möglichkeit, nach so einer Viertelstunde, 20 Minuten, Fragen zu stellen oder Kommentare abzugeben.
Haben Sie die Dreharbeiten beraten oder sowas? Ja, ist er selber zu sehen sogar. Er hat sogar einen Gastauftritt. Er hängt da am Zaun festgefesselt bei HSW. Ja, mal so einen gesehen. Kurzen, ganz kurz. Kurzen Auftritt. In der Doku natürlich dann deutlich intensiver. Ja, ja. Im Spielfilm mal ganz, ganz kurz zu sehen. Was wir nicht außer Acht lassen sollten, ich weiß nicht, ob es jetzt in Ihre Planung reinpasst, aber wir haben ja auch Strafanzeige gestellt gegen den zweitgrößten Hersteller von SIG, von Kleinwaffen, SIG Sauer in Eckernförde, wegen damals des Verdachts, inzwischen erwiesen, des illegalen Exports von 38.000, das ist eine Wahnsinnszahl, Pistolen, die machen Handfeuerwaffen und Sturmgewehre, aber in dem Fall waren es Faustfeuerwaffen, heißt es dann, Pistolen, legal geliefert über 45.000 in die USA, illegal reexportiert, weil das war ohne Genehmigung der deutschen Rüstungsexportkontrollbehörden, also Bundeswirtschaftsministerium und Bundesausfuhramt, reexportiert nach Kolumbien in den Bürgerkrieg hinein. Und diese Strafanzeige ist auch jetzt im Frühjahr 2019 vom Landgericht Kiel zu einer Verurteilung gekommen. Das ist insofern ganz gut, als dass wir, es ist uns da gelungen ist, die beiden Geschäftsführer zur Verurteilung zu bringen, also Ron Cohen von SIG Sauer Incorporation USA und den Herrn Lüke von der Holding von SIG Sauer hier in Deutschland. Allerdings auch auf Bewährung. Also das ist unglaublich, was man in Deutschland treiben kann und nicht in den Knast kommt, wenn man illegalen Waffenhandel betreibt. Es gibt jetzt die ganz, ganz spannende Diskussion, vielleicht hast du mich deswegen vorhin ausgebremst, weil beide Unternehmen jetzt in Revision gegangen sind, sowohl Heckler & Koch als auch SIG Sauer. Also die Verfahren noch laufen und tatsächlich nicht alles öffentlich gesagt werden darf. Und es gibt jetzt, wenn es so läuft, eine ganz, ganz spannende Geschichte für die Zukunft. Der BGH, der Bundesgerichtshof, muss jetzt entscheiden, A, ob er das Verfahren aufnimmt oder wieder zurückverweist an die Gerichte, also Landgericht Kiel, Landgericht Stuttgart. Wenn er es aufnimmt, hat er zwei an einem entscheidenden Punkt komplementäre Urteile vorliegen. In Stuttgart wurde entschieden, dass die Endverbleibserklärung für die vier Unruheprovinzen Chiapas, Guerrero, Jalisco, Chihuahua nicht Teil der Verträge sind und damit auch nicht zur Verurteilung führen. Anders bei SIG Sauer, da war das so, dass die Endverbleibserklärung für die USA und kein Reexport nach Kolumbien Teil des Vertrags war aus Sicht des Gerichtes und der BGH jetzt entscheiden muss, eine Art Grundsatzurteil treffen muss für Waffenhandel und hoffentlich auch tut und hoffentlich in unserem Sinne tut, dass Endverbleibserklärungen, End-User Certificates in Zukunft immer Teil der Verträge sind, wovon wir eigentlich ausgingen in der Vergangenheit. Ausgehen müssen, weil ansonsten ist das Kriegswaffenexport Kontrollgesetz der Bundesrepublik Deutschland schon nicht mal mehr das Papier wert, auf dem es geschrieben ist. Dann ist es nämlich überhaupt nichts wert, wenn ich nur sogar negativ, dann wäre es ja nur ein Schleier. Und das ist das Verrückte, wenn es um die Papierlage geht. Und das ist das Schöne ja auch wiederum an unserer Arbeit über die letzten Jahre. In deutschen Behörden und deutschen Unternehmen wird alles so schön zu Papier gebracht und in E-Mails dokumentiert und festgehalten. Und das ist letztendlich auch, ich sag mal, der große Schritt, den wir gemeinschaftlich geschafft haben, nachdem ihr ja 2009 die Aussage des Waffenvorführers hattet, Strafanzeige erstatten konntet und die Staatsanwaltschaft langsam zum Jagen getragen habt, haben wir ja unseren ersten Dokumentarfilm gemacht, Waffen für die Welt, Export außer Kontrolle. Der lief im Februar, 4. Februar 2014. Am 5. Februar rief bei uns im Büro der Arte-Zuschauerservice an, das war eine Arte-Ausstrahlung, 90 Minuten, und da war ein Mann am Telefon, und da war eine Dame am Telefon, die gesagt hat, sie hat einen Herrn am Telefon, der irgendwie die zuständigen Filmemacher sprechen möchte, er sei von einer dieser Firmen, er sei der und der, der in Mexiko gewesen sei, und sie hat Angst, weil der redet irgendwas über Waffen. Daraufhin hat sie mich mit dem verbunden, und zwei, drei Tage später saß man dann ein langes Wochenende in Zürich und hat viele verschiedene Leute getroffen. Und das ist, ich sag mal, der Grundstein gewesen für den nächsten Schritt, nach der Aussage von eben Peter Zirler, nenne ich ihn jetzt mal, dass wir plötzlich zigtausende Seiten und Dokumente zugespielt bekommen haben. Und zwar Schritt für Schritt dokumentiert jede Aktion der Behördenseite, jede Aktion dieser Firmen, also Heckler & Koch und SIG Sauer, bis aufs kleinste Detail dokumentiert. Jeder Schritt, alles. Und deswegen kann ich heute mit gutem Herzen und mit absolut juristischer Sauberkeit sagen,
Das Urteil, vor allem, dass das in Stuttgart getroffen wurde, ist in meiner Wahrnehmung eine absolute Farce und in meiner Wahrnehmung die Bestätigung für die Unterhöhlung des Justizsystems durch die Rüstungswirtschaft in diesem spezifischen Fall. Hm. Und das ist eine für mich etwas, was mir als liebender Demokrat und jemand, der an den Rechtsstaat glaubt, einfach wehtut. Und das ist etwas, und dann wiederum für mich als Journalist, für das es sich zu kämpfen lohnt. Und deswegen dürfen wir mit diesen Dingen nicht aufhören. Und wir dürfen mit diesen Dingen nicht als laissez-faire und ist jetzt passiert, Abgeordnete, und sie sind jetzt verurteilt, das muss man jetzt akzeptieren oder eben nicht verurteilt. Wir müssen weitermachen. Und wir als Gesellschaft, und deswegen auch nochmal danke für Ihr Kommen heute Abend, müssen diese Thematik weitertragen, darüber diskutieren und letztendlich das, was unser Ziel ja sein muss, der politisch-gesellschaftliche Denkanstoß setzen. Ich fand es ja, muss ich sagen, in dem Film sehr mutig, also für das normale Fernsehpublikum, dass der diese ganzen Mechanismen, also auch mit dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, mit dem Herrn Herkenrath und sowas darstellt. Und es gibt ja auch noch was anderes Unübliches in diesem Film. Es gibt ja eigentlich keine positive Hauptfigur. Also der Peter, der Waffenvorführer, ist ja also irgendwie relativ naiv. Heiner Lauterbach-Figur hat zwar Charme, ist aber auch kein guter, der Züblin und so weiter. Wie ist denn aus quasi den Fakten das Drehbuch entstanden? Wir haben die Fakten aufgeschrieben, dann saßen mehr Juristen an diesem Drehbuch als Autoren. Echt? Und haben uns gesagt, was dürft ihr machen, was nicht. Alles, was Sie da sehen, ist so oder so ähnlich passiert in einem dieser Fallgeschichten. Das beginnt beim aufs Haus schießen und endet mit, am Grab macht man aus, dass man eine Fabrik baut. Und alles dazwischen ist so nah an der Realität, wie uns die Juristen das erlauben. Wie gesagt, es wurde ja gegen uns ermittelt, es wurde gegen uns geklagt und wir können einfach nur dann wiederum dem Justizsystem danken, das in München funktioniert hat, am Amtsgericht München 1 und einer sehr klugen Richterin, die das in erster Instanz abgelehnt hat. Aber ich sag mal, diese Schiene, und das ist das Ungewöhnliche für den investigativen Spielfilm, wir reden ja nicht über eine Dokumentation, Spielfilm, dass er inhaltlich so scharf gebaut ist, dass er tatsächlich einerseits mit eben solche Ermittlungen gegen die Firmen befördert und mit auslöst, aber eben auch andererseits uns jedes Mal in Schwierigkeiten bringt. Ich glaube, wir haben noch nie einen Film gemacht, ohne dass es dann einen Riesenärger gab. Ich kann dann aber immer nur sagen, das ist die beste Promotion, die man haben kann. Also, der lief doch auch ganz gut. Er hatte 4 Millionen Zuschauer. Also, oder sowas. 4,5 hattest du am Ausstrahlungsabend. Und wir haben es mal nachgerechnet, weil es lief ja dann im BR, im SWR, Phoenix, Arte, Dreisat. Mehrfach. Über 10 Millionen Zuschauer inzwischen in Deutschland. Ja. Doch, ist ein super Erfolg. Es ist toll und besonders spannend. Das befreut mich halt wiederum besonders, weil oftmals, ich weiß nicht, ob das Publikum jetzt eher filmintern oder filmextern ist, aber im Rahmen der Diskussionen mit öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, die wir als Partner brauchen, um diese Themenabende zu machen und die auch mit Herz, Blut und Seele in diesen Projekten stecken. Die, Klammer auf, die könnten sich es einfacher machen, Tatort machen, Klammer zu. Also die arbeiten da schon mit Freude und Leidenschaft daran und sind tolle Partner. Aber die Diskussion führt man natürlich immer. Was interessiert einen, gut, bei Heckler & Koch und also HSW und jetzt Waffen Deutschland, war das schon mehr deutschlandspezifisch, aber muss man es in Mexiko erzählen? Oder letztes Jahr, was interessiert, was vor 10 Jahren in Mumbai passiert ist? Das sind schon Diskussionen, die man führen muss. Aber, besonders deshalb freut es mich, dass diese Filme generell so enorm erfolgreich sind, also mithalten können mit der normalen, sage ich mal, Unterhaltung oder der Krimi-Unterhaltung. Und natürlich dann eben auch das Glück, dass wir dann eben auch die Preise bekommen, was einfach im öffentlichen rechtlichen System einfach auch wichtig ist. Ich meine, wir haben ja, wir erfüllen ja viele Dinge. Ich sage immer, unsere Filme sind ja irgendwo ein Plädoyer fürs Öffentlich-Rechtliche. Politisch engagiert, investigativ, echt, also ernsthaft gemeint auch. Und dahingehend ist es für mich so schön, wenn es dann auch noch quotentechnisch funktioniert und eben alle anderen Quadranten irgendwo auch noch erfüllt werden. Mhm. Das macht Spaß und das bestätigt mich in meiner Liebe und Leidenschaft für das, was wir tun. Mhm. Wir atmen ja, wir lieben. Vielleicht das. Eine Ergänzung, der Daniel hat einfach unglaublich gute Kontakte in die ARD, das haben wir halt auf verschiedenen Ebenen dann gemerkt, weil Report Mainz über die Jahre mehrfach berichtet hat, kommt ja auch mal Realita sozusagen in diesem Spielfilm vor. Aber wenn Report Mainz, der SWR, der Bayerische Rundfunk hinter uns stehen, dann öffnen sich Türen. Ich habe gelesen bei der Vorbereitung, dass Sie das ganze Projekt
unter Verschluss gehalten haben und mehr oder weniger heimlich gedreht haben. Bei uns sind alle Filme immer romantische Komödien im Schwarzwald oder im Bayerischen Wald, je nachdem, welcher Sender gerade federführend ist. Also das ist, wir haben gerade am Freitagabend eine romantische Komödie im Schwarzwald wieder abgedreht. Ah ja, und worum geht's da? Diese romantische Geschichte. Herr Lauterbach ist dabei, der war noch nie nicht dabei. Also, ich habe gleich noch nie einen Film gemacht ohne Herr Lauterbach. Also, da und da ist nichts durchgesickert. Doch, die Bild-Zeitung Stuttgart, Bild Stuttgart hat letzte Woche einen Artikel gemacht, den habe ich irgendwo auf dem Handy. Die hatten jemanden am Set, witzigerweise in München, und die haben geschrieben, dass es eine Sonderfolge des Tatorts mit dem Ermittler-Duo aus Stuttgart und München gibt. Da waren sie ja nah dran an der Geschichte. Ist, oder? Ich muss sagen, in Realität, wir machen keinen Tatort, also alles gut. Aber es war spannend. Interessant. Das ist halt Bild-Zeitung. Naja, also die Süddeutsche war bei Gift, bei den Medikamenten da und hat geschrieben über eine romantische Komödie im Bayerischen Wald. Also das ist immer ein Spiel mit uns. Ja, sehr schön, in dem Film ist ja auch, und da wollte ich fragen, ob das auch Realität ist, die Bezeichnung Familie. Ja. Das kommt ja auch in dem Film, der im Naxos-Kino. Also Sprache ist ganz oft Realität. Also der Film ist sehr nah dran an der Realität, aber er muss natürlich an bestimmten Stellen verfälschen. In Oberndorf definiert man. Das falsche Wort, verfremden. Verfremden. In Oberndorf definiert man die Familie. Und die Familie umfasst Heckler und Koch, umfasst auch die ehemaligen Mauserwerke, heute Rheinmetall. Nahezu alle Parteien, einzelne vielleicht von den Grünen nicht und Linke gibt es da nicht. Die Gewerkschaften weitgehend, also es gibt wenige, ich bin selber sehr aktiver Gewerkschafter, bin auch im örtlichen Personalrat über die GEW-Liste in Freiburg, aber die Kollegen behandeln mich da, als ob ich ein Paria sei. Teilweise die Kirchen, leider. Wir hatten einmal in den Jahrzehnten einen pazifistischen Pfarrer, der war nicht lange im Amt. Aber jahrelang war ein Verwaltungstrakt von Heckler & Koch im Gebäude der evangelischen Kirche. Also die Familie definiert sich sehr, sehr weitgehend, allerdings bis zur Grenze Oberndorf, darüber hinaus nicht mehr. Das Zweite ist die Begriffe, Geräte, Waffen werden in der Rüstungssprache immer als Gerät bezeichnet. Also wenn du ein Leopard 2 völkerrechtswidrig im Einsatz hast gegen Kurdinnen und Kurden, im Norden des Irak, dann sind es Geräte, die im Einsatz sind. Wenn die Bordkanone von Mauser, heute Rheinmetall, produziert in Oberndorf am Neckar, in den Eurofightern drin steckt, Exportversion Taifun, geliefert an Saudi-Arabien, eingesetzt im Jemenkrieg, dann sind das Geräte. Wenn Menschen ums Leben kommen, dann sind das Weichziele. Wenn das Kunduz-Massaker passiert ist, was ja passiert ist mit, weiß nicht, 80, 90 Toten, das meiste waren Jugendliche, die Benzin abzapfen wollten an diesem Tanker, dann sind das Kollateralschäden. Ja. Also man drückt sich in der Sprache der Rüstungsindustrie um die Realitäten, vor allem um die Realität der Opfer. Ja, ich will da aber zur Verteidigung der Kolleginnen und Kollegen, die bei Heckler & Koch und den anderen Rüstungsunternehmen arbeiten, auch nochmal was sagen, weil ich glaube, man kann die auch nicht komplett über einen Kamm scheren. Man muss auch deren Realitäten sehen. Also ich sage immer gerne, dass die Leute, die wir kennengelernt haben im Rahmen jetzt von Meister des Todes und den tödlichen Exporten und Waffen für die Welt, die Leute, die ich kennengelernt habe, die bei Heckler & Koch und Sig Sauer gearbeitet haben, lieben ihre Arbeit genauso, wie ich meine liebe. Und die machen die mit Überzeugung und mit Hingabe und sind richtig sympathische Menschen. Nicht warum, das ist einfach, die lieben das, die sind voll davon überzeugt. Die kommen aus einer Welt, in der ihre Arbeit nicht in Frage gestellt wird. Also man muss dazu sagen, jetzt beispielsweise Markus B., den ja der Udo Wachtfeitel hier als Vorlage inspiriert von spielt, also der Mexiko-Vertreter der Firma Heckler & Koch, der in der Dokumentation auftaucht, hat es ganz angenehm erzählt. Dritte Generation Waffenfamilie, also Großvater war schon in der Firma, Vater war schon in der Firma, dann er selber auch. Realschule oder Hauptschule noch in Oberndorf gemacht, dann auf die FH in Rottweil. Das war schon in die große, weite Welt hinaus. Und dort wurde er schon, das hat er auch erzählt, gleich gemobbt, von den Linken gesorgt, dass dort ist, wurde eben da hier als der, also Waffen und Nazi und bla bla, und war einfach nur froh, wieder zurückzukommen nach Oberndorf, wo, ich sag mal, in die heile Welt, wo eben nicht diese ganzen, so.
das ist noch die, und wir reden hier von einer Generation, die noch, ich sag mal, vor den 2000er, 90er Jahren, wo Medien noch nicht so verfügbar waren, wo ja auch diese direkte Konfrontation über die Medien, die ja heute stattfindet, nicht stattgefunden hat. Das heißt, oder nicht stattfinden konnte. Es ist schon ganz schwierig, wenn du in dieser Welt aufwächst, da eben zu sagen, ich gehe einen Schritt raus oder ich bin dagegen oder im Fall von Peter Zöller naiv ist er auch wirklich und tut sich auch schwer. Ich meine, jemand, der in seinem Leben nie was anderes gemacht hat, wie soll der jetzt bitte umschulen und Familie und so? Das ist schon schwierig. Also es ist anders als in der Pharmabranche, wo ich kaum jemanden Sympathischen kennengelernt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also im Bereich eben dieses Geschäfts oder sehr wenige Leute, eher die Ausnahme, waren es in dem Bereich der Waffen eher so, dass sie durchaus wahnsinnig sympathisch, nette Leute, Familienväter, traditionell, angenehm, also das will ich einfach nur gesagt haben, das ist mir auch ganz wichtig. In dem Dokumentarfilm, den wir zum Thema gesehen haben, vom Töten Leben von Wolfgang Landgräber, da ist es ja auch so, dass sich, da geht es ja eigentlich nicht um Heckler und Koch, sondern wie das Dorf, mehr oder weniger, also der Ort Oberndorf mit Heckler und Koch zurechtkommt. Also es gibt eine sehr hohe Identifikation in der Gegend mit dem Waffenhersteller und selbst der Betriebsratsvorsitzende, der in dem Film interviewt, der Ex-Betriebsratsvorsitzende, der hat ein vollkommen unreflektiertes Verhältnis zu seiner Firma. Der sagt dann sinngemäß, also wenn sie wenig machen, machen es halt andere gewissermaßen. Das scheint da irgendwie die Haltung zu sein. Ja, die Frage ist ja immer, ist es denn in Realität so? Und ich meine, Jürgen, historisch gesehen ist es ja eher so, dass wenn Deutschland oder eine deutsche Firma sich entschließt, nicht zu liefern, beziehungsweise andersrum, die deutsche Regierung oder eben das Bundeswirtschaftsministerium mal eine Lieferung nicht erlaubt, halten sich ja eher alle anderen auch dran, weil die sagen, wenn die Deutschen schon nicht liefern, dann liefern wir lieber auch nicht. Also das ist schon ganz skurril. Also. Zwei Sachen. Also ich nehme die Oberndorfer anders wahr oder zumindest gespaltener wahr. Nicht anders, aber gespaltener. Also es gibt diesen Teil von netten, sympathischen Beschäftigten bei Heckler & Koch, die einfach Familienväter sind und sich null Gedanken darüber machen, welche Wirkung ihre Geräte in Ländern wie Mexiko oder Guatemala oder der Türkei oder Pakistan oder wo immer sie im Einsatz sind, Sudan, Somalia, das ist weit weg. Und da schotten sie sich auch wirklich ab. Das ist so eine psychische Abschottung. Die wenigen, die wir erreichen, ich finde zunehmend, Mehrzahl, also mehr werdend, aber die wenigen, die wir erreicht haben in der Vergangenheit, haben plötzlich angefangen, mit uns zu denken und zum Teil sind sie auch Whistleblower geworden. Ja. Ich kann mich entsinnen an einen ehemaligen Geschäftsführer von Heckler & Koch, der anrief, den Namen sagte, und dann sage ich, sind Sie der? Und dann sagt er, ja, ich bin der. Und dann sage ich, ja, was wollen Sie von mir? Weil das war so Wasser und Feuer. Und dann sagt er, ich habe Ihr Buch gelesen über die Opfer von Heckler & Koch. Und wenn nur die Hälfte stimmt, was in dem Buch steht, dann habe ich mein Leben in den Sand gesetzt. Ja, und wir haben es getroffen. Er hat da auch viel, viel bewegt dann hinter den Kulissen in unserem Sinne. Und später stellte sich heraus, dass es eine Simone gab oder gibt, seine Frau, die ihn schon vom Frühstück als Friedensbewegte bearbeitet hat und gesagt hat, überleg mal und reflektier mal. Und so ein bisschen kommt sie ja im Film dann auch vor. Peter Zellers Frau ist ja auch so jemand, der so ein bisschen reflektiert. Und die Monika Ferres ist jemand, der schon richtig kritisch wirkt in dem Film und wird dann und die fast schon die Seite gewechselt hat, ja, Frauen für den Frieden. Die Personen sind ja oft nah dran, aber sie sind natürlich nicht genau die Personen, sind anders zugeordnet. So wie die Einstiegsszene, die ja mitten im Film nochmal kommt mit dem Schuss auf den Hauswand, ja nicht passiert ist in diesem Fall, aber einem anderen Whistleblower passiert ist. Also während ich mich mit dem traf, das war Jahre vorher, haben sie erstmal nachts auf die Hauswand geschossen. Dann hat er mich nachts um zwei angerufen und gesagt, hier wird geschossen, ich gehe nicht raus. Nächsten Tag bin ich hin, habe die Einschusslöcher wirklich auch registriert. Und die Frau ist abgehauen mit den Kindern und hat ihn alleine gelassen in ihrer psychischen Not. Kann man nachvollziehen. Dann wurde wirklich auf die Wohnzimmerscheibe geschossen und die wurde dann durchschossen. Also es ist aber eine Mixture zwischen verschiedenen Personen und dann wird es eben fiktiv und das ist ja auch gut, weil es muss Spielfilm sein, aber es hat alles so einen richtigen realen Hintergrund, was in dem Film passiert. Aber eben
auf ein bisschen andere Art. Ja, was mich, da hatten wir vorhin drüber geredet, also Heckler und Koch ist ja hier in Deutschland jetzt auch nicht die Riesen, die riesengroße Firma. Die haben, glaube ich, 800 oder 900 Beschäftigte, weniger. Also das ist jetzt keine Schlüsselwirtschaft wie die Automobilindustrie oder sowas hier in Deutschland. Trotzdem sieht man ja auch in deinem Film, wie die Politik sich drum kümmert in Gestalt von Herbert Knaup. Ich frage mich, also wenn die jetzt umstellen würden und würden Gießkannen fertigen oder irgendwie sowas, würden sie vielleicht 400 Leute entlassen müssen, aber im Zuge der Bankenkrise sind Zehntausende wahrscheinlich, werden noch entlassen werden also, und sowas. Also um es kurz zu machen, ja. Heckler & Koch ist wirtschaftlich irrelevant. Heckler & Koch ist ein Unternehmen mit 600, 650 Mitarbeitern, mit einem jährlichen Gesamtumsatz, wenn es gut läuft, von 150 bis 200 Millionen Euro. Gar nicht mal immer schwarze Zahlen, also oftmals auch Verlustjahre die letzten Jahre. Das Unternehmen ist ein paar Sekunden Griechenlandhilfe wert, also dahingehend eigentlich vernachlässigbar. Die größere Frage liegt eher darin, und das begründet auch den politischen Einfluss, inwiefern hat sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte eine Art des, wir müssen diese, wie, ja, man muss es fast eine Firma schützen, die rüstungsrelevante für die Bundesrepublik sicherheitspolitisch wichtige und so gesehen krisensichere Firma beschützen, also systemrelevante Firma schützen. Und das ist das, wo wir das große Fragezeichen setzen müssen. Brauchen wir, und das ist eine politische Entscheidung, die getroffen werden muss, in Deutschland Waffenhersteller, die unsere, die Ausrüstung für Bundeswehr und Polizei und andere Sicherheitskräfte garantieren? Wenn ja, dann muss man sich auch entscheiden, wie will das, soll das gehandhabt werden. Aktuell ist der Fall so, dass, ich sag mal, damit man günstig einkaufen kann für unsere Behörden oder preiswert, muss halt der Export auch laufen, um das Ganze so zu subventionieren. Und das ist der große Knackpunkt. Wenn man jetzt sagen würde, ihr dürft nicht mehr exportieren, na, dann müsste man halt für ein G36 für die Bundeswehr nicht mehr 1.000 oder 1.100 Euro, sondern vielleicht 2.000 Euro zahlen, damit diese Firma überleben kann, weil die Bundeswehr Gott sei Dank ja nicht sonderlich viele Waffen braucht oder so viel wie jetzt im Ausland. Wenn man aber den Export weiter zulässt, lässt man aber auch zu, dass diese Waffen in Kriegs- und Krisengebiete rund um die Welt vagabundieren, in die wir sie wirklich nicht haben wollen. Und der aktuelle Stand ist eine sehr unsaubere Geschichte. Es gibt sehr strikte Exportgesetze, die diesen Export limitieren sollen. Innerhalb des Bundeswirtschaftsministeriums gibt es unserer Kenntnis nach Mitarbeiter, die Ministerialdirigenten auf oberster Ebene, die den Firmen dabei aktiv geholfen haben in der Vergangenheit, diese Gesetze zu umgehen. Und das ist das Skurrile dran. Und das darf in meiner Wahrnehmung einfach nicht passieren. Also Firma ist wirtschaftlich relativ gering, genießt aber sehr hohen Einfluss und Schutz auf politischer Ebene, weil man meint, man braucht diese Waffentechnologie. Zwei Ergänzungen. Das Ministerium nennt sich Ministerium für Wirtschaft. Absolut. Und das wurde im Prozess auch betont vom Vertreter des Ministeriums für Wirtschaft. Und das Zweite ist, dass als graue Eminenz im Hintergrund über die letzten Jahre, lange Jahre, Volker Kauder gewirkt hat, der Wahlkreisabgeordnete, wo Heckler & Koch sitzt in Oberndorf, wo Rheinmetall sitzt in Oberndorf und wo die Firma Diehl, Junghans Diehl, sitzt in Seedorf nahe Oberndorf. Und das ist der Wahlkreis mit drei knallharten produzierenden, exportierenden Rüstungsfirmen in die Schlachtfelder der Welt hinein. Und der Protégé im Hintergrund war immer Volker Kauder, gleichzeitig Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU im Bundestag und gleichzeitig die rechte Hand von Frau Merkel. Und es gab eine Pressekonferenz im Jahr 2009 im Rahmen des Bundestagswahlkampfes vor, direkt vor der Wahl, auf dem Lindenhof bei Heckler & Koch, wo Volker Kauder bedankt wurde vom damaligen Geschäftsführer oder Hauptgesellschafter von Heckler & Koch, Andreas Heschen. Und Heschen sagte: Herr Kauder, ich danke Ihnen für die Unterstützung der Rüstungsexportgeschäfte von Heckler & Koch. Jetzt ist aber Kauder nicht Mitglied und nicht Beschäftigter des Bundeswirtschaftsministeriums, auch nicht im Bundesausfuhramt, in der BAFA und auch nicht Mitglied im Bundessicherheitsrat. Und
Damit hätte er mit Rüstungsexport 0,0 zu tun, wird aber bedankt für seine Unterstützung. Und was du im Film so mal andeutest, ja mal ganz kurz kommt, es sind ja Gelder geflossen seitens der Firma an die CDU von Volker Kauder, ja. Parteispenden in Rottweil. Im Übrigen, das Verfahren läuft noch. Ja, dazu eine kleine Anekdote. Letztes Jahr nach dem ersten Verhandlungstag habe ich den beklagten Geschäftsführer Peter B. von Heckler & Koch vor laufender Kamera darauf angesprochen, was er denn über die Parteispenden an den Herrn Kauder wusste. Daraufhin sind er und sein Anwalt prügelnd auf mich losgegangen. Echt? Ja, ist vor laufender Kamera, das war ein Report Mainz letztes Jahr. Ich meine, Sie haben ja auch der FDP gespendet, habe ich irgendwo gelesen. Unter anderem auch der FDP, auch der SPD. Also das ist in dem Wahlkreis rundherum haben die sich viele Freunde gemacht und die auch ganz gezielt nach Einfluss in außenpolitischen Bereich, rüstungspolitischen Bereich und eben vor allem, wenn es irgendwelche Beziehungen in Richtung Bundessicherheitsrat gab. Der Herbert Knaup war ja quasi die Figur, die angelehnt war an diesen politischen Repräsentanten. Aber es ist skurril, also wie eng die Verbindungen da laufen, wie kurz auch die Wege sind, dass wiederum auf dokumentarischer Ebene durch diese wahnsinnig gut dokumentierten E-Mail-Verläufe einfach ersichtlich, wie oft Zuruf tatsächlich, könnt ihr mal, also von Wirtschaftsministerium an Heckler und Koch, könnt ihr dann mal nicht bitte gute Bundesstaaten da einsetzen und das mal austauschen und so weiter. Das ist so skurril. Also wenn das so auf die Art und Weise bei uns im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen würde, könntest du mir mal hier bitte zuschachern und ich gebe dir und darf, also das wäre ein Skandal ohne Gleichen. Wären deine Filme besser finanziert? Da wären die Filme vielleicht besser finanziert, aber das wäre ein Skandal ohne Gleichen. Ja, natürlich. Und da im Rüstungssektor bei diesen Firmen Heckler und Koch, sowie aber auch Sieg Sauer, läuft es so auf Zuruf. Es ist skurril. Also einige der Darsteller waren dann im laufenden Prozess in Stuttgart und in Kiel mal als Gast mit dabei, also Zaungast, und haben sich diese Verhandlungen angeschaut und haben teilweise einfach nur den Kopf geschüttelt und es war ganz amüsant, es war ganz interessant. So, dann brechen wir jetzt mal hier quasi ab und jetzt wäre Ihre Chance, Kommentare. Das war aber weitaus mehr als die 10 bis 20 Minuten. Ja, ich sag's nur. Geben Sie mir ein Zeichen, dann komme ich mit dem Mikro. Wir reden viel. Der Schluss des Filmes ist doch irgendwie ernüchternd, weil dann diese Fabrik in Mexiko gebaut wird. Sie haben ja angedeutet, dass das auch der Realität entspricht. Wie sieht das denn aus im Ländervergleich? Weil Deutschland gilt ja gemeinhin als gefestigte westliche Demokratie. Gibt es da Länder, an denen sich Deutschland orientieren könnte und eine restriktivere Waffenexportpolitik fahren könnte? Oder ist das einfach weltweit so schlecht und so katastrophal, dass eigentlich Deutschland da trotzdem noch relativ sauber im Vergleich dasteht? Das Ende, und das ist immer schade, wenn man nur den Spielfilm schaut, für mich sind diese Filme immer nur als Spielfilm mit Doku, den 30 Minuten danach zu sehen, weil die Dokumentation fängt direkt an in dieser Waffenfabrik, die jetzt in Mexiko steht und Waffen baut, die genauso aussehen wie G36. Also das ist eine ganz skurrile Situation. Und dahingehend, ja, also auch dieses Ende basiert voll und ganz auf der Realität und soll eben auch zum Denken anregen. Ob es andere Länder gibt, Jürgen, das glaube ich, solltest du lieber. Also es gibt erstmal zwei Aussagen zu treffen. Die erste ist, im Großwaffenbereich, Kampfpanzer, Kampfflugzeuge, Militärhelikopter, Kriegsschiffe, ist Deutschland im SIPRI-Ranking auf Platz 4. Im Kleinwaffenbereich, gemäß Small Arms Survey in Genf, auch auf Platz 4. Das heißt, Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre, Mörser. Das heißt, in beiden relevanten Bereichen der Waffenproduktion, des Exports, ist Deutschland in der absoluten Spitzengruppe. Es gibt wenige Fälle, wo es uns gelungen ist, durch Aufklärung, durch politische Kampagnen. Also wir haben ja 2011 Aktion Aufschrei gegründet, die Kampagne mit 40 Organisationen damals, inzwischen sind wir 150, für die wir sprechen, Aktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel. Es ist uns gelungen, den Druck auf die Bundesregierung so zu erhöhen, dass nicht exportiert wurde. Und dann haben tatsächlich, und da hast du recht, andere Länder auch nicht exportiert. Also sollten mal 63.000 G36 Sturmgewehre nach Nepal geliefert werden, in den Bürgerkrieg hinein. Und dann wurden zwei Testwaffen geliefert, auch G36. Und der Königssohn hat mit den beiden... MP5. Auch MP5, aber auch G36, bin ich sicher. Das waren die MP5, der Königssohn. Gut, der Königssohn hat dann erschossen seinen Vater und mehrere Mitglieder der Königsfamilie und dann wurde nicht exportiert.
Ja, und dann haben auch andere Länder nicht exportiert in diesem Volumen. Es gab einen kleinen Export, vergleichsweise einen kleinen Export von Belgien. Es ist aber oft genau umgekehrt. Wenn die anderen nicht liefern, liefern die Deutschen. Das gibt es nämlich auch. Von daher könnte ich jetzt, mache ich jetzt nicht, aber mehrere Fälle aufzeigen, wo die anderen sagen, machen wir nicht aus moralischen, ethischen Gründen. Wir liefern nicht und die Deutschen sagen, na, machen wir das Geschäft, ist doch klasse. Absolut. Also es gibt nur nochmal, es gibt Länder, die weitaus größer sind, also im Export noch als Deutschland, beispielsweise die USA, die natürlich Platz 1 belegen oder auch die Israelis. Das Interessante bei denen ist, dass die die Nachverfolgung der Lieferung ernster nehmen als wir. Das heißt, wir geben uns, also die deutschen Kriegswaffen exportierenden Unternehmen beantragen beim Bundeswirtschaftsministerium den Export einer Kriegswaffe in ein Drittland. Es geht ja immer um Drittländer, NATO-Länder und so sind eh belieferungsfähig. Die beantragen den Export in ein Drittland und legen dafür eine sogenannte Endverbleibserklärung vor. Das heißt, ein Papier, auf dem draufsteht, Endverbleib ist jetzt beispielsweise wie hier in Mexiko, Mexico City oder so, oder eine bestimmte Einheit. Das wird aber nie nachgeprüft. In Deutschland, die Beamten nehmen das Ding, geben den Stempel drauf, dann machen sie Augen zu, halten sich die Ohren zu, drehen sich weg und singen. Und es interessiert die einen Scheißdreck, ob die Waffen irgendwie reexportiert werden oder wo die hingehen. Und wenn die irgendwo auftauchen, dann heißt es, ups, das wissen wir auch nicht, wie das jetzt passieren konnte. Und es wird weitergeliefert. Beziehungsweise, wenn es dann mal kritisch wird, stellt man einfach wie im Sudan, in der Türkei, in Taiwan, im Iran, im Irak, in vielen anderen Ländern, einfach fertige Waffenfabriken hin, dass sie sich selber die Waffen und die Munition bauen können. Die Amerikaner und die Israelis beispielsweise, wenn Waffenbestände wegkommen, die sie genehmigt haben und nicht mehr vorhanden sind bei den regelmäßig stattfindenden Visiten, dann wird, Jürgen, nicht mehr nachgeliefert. Oder es wird, also das, die sind da auch knallhart dabei. Und das ist das, wir reden, also währenddessen andere es machen. Und jetzt nach unserem Film, ich glaube eine Woche oder zum Sendetermin, unseres Themenabends hieß es dann seitens des Bundeswirtschaftsministeriums, damals noch unter Sigmar Gabriel, dass das Wirtschaftsministerium jetzt Endverbleibskontrollen einführen wollen würde. Bislang, und das ist jetzt 5 Jahre her, haben insgesamt genau 3 stattgefunden. Genau. Ich glaube, bei 2 durften sie gar nicht richtig inspizieren und bei einem ist auffällig geworden, dass was weggekommen ist, aber dann gab es auch keine Erklärung und das war dann auch wieder in Ordnung. Und die Endverbleibserklärungen, sogenannte Post-Shipment-Kontrollen, dürfen nur stattfinden, wenn das Empfängerland es auch erlaubt. Und vorangemeldet natürlich. Also, ja, aber jetzt. Also, Entschuldigung, das war jetzt eine lange Antwort wieder, aber wir reden gerne. Bitte, ist auch gut so. Ja. Es ist bei euch ja immer wieder die Rede von wir. Wir, also wir haben einen Prozess gewonnen oder so. Wer steckt denn dahinter? Welche Netzwerke unterstützen euch bei eurer Arbeit? Also letztendlich in der Arbeit an sich unterstützt uns kein Netzwerk. Also wir haben letztendlich Jürgen, Mama, Papa und ich. Das ist so, dass ich sag mal, auf journalistischer Ebene und investigativer Ebene das Kern. Wir sind aber Holger nicht verwandt. Soweit ich weiß, sind wir nicht verwandt. Nein. Aber das ist, also Mama und Papa schon. Und der Holger Rothbauer, also der juristisch und als wirklich toller Partner da noch mitwirkt. Aber ansonsten, ich sag mal, im Rahmen der ARD gibt es natürlich Partnerinnen und Partner, die uns zur Seite stehen auf dokumentarischer Ebene, wie beispielsweise der Thomas Reuter, der ja auch seit Jahren an dem Thema dran ist und seine Kollegen und natürlich die Redaktionen auf der Spielfilmebene, SWR, BR, DGTO etc. Aber ich sag mal, Unterstützungsgruppen hast, wenn, dann du. Also die Strafanzeige gegen Heckler und Koch, alle Strafanzeigen gegen Heckler und Koch habe ich erstmal selbst finanziert, privat. Habe zum Glück eine Organisation hinter mir, die nennt sich Rüstungsinformationsbüro in Freiburg. Seid so gut, nehmt die Flyer mit. Durch die Strafanzeigen, das, wenn man so ein Erfolg nehmen kann, ist die Mitgliederzahl beim RIB, beim Rüstungsinformationsbüro, von 90 auf 270 inzwischen gewachsen und sie wächst. Aber ich hätte gern 270.000 und nicht 270, weil wir müssen relativ viel leisten. Die Sig-Sauer-Strafanzeigen und auch gegen Karl Walder wurde von Aktion Aufschrei mitfinanziert.
Holger dann hat umgesetzt. Und beim Rüstungsinformationsbüro haben wir jetzt ein Global Net gegründet, ein weltweites Netzwerk gegen Waffenhandel. Nehmt euch auch diesen Flyer bitte mit vorne, draußen liegend auf dieser Ablage. Wir haben zum Beispiel diesen Heckler und Koch-Fall mit Strafanzeige, mit 29 Prozesstagen, mit einzelnen Verhandlungstagen übersetzt in mehrere Sprachen. Spanisch natürlich für die lateinamerikanische Presse, Englisch für die Weltpresse. Und es hat dann bewirkt, dass viele, viele mexikanische, aber auch lateinamerikanische Zeitungen sehr intensiv berichtet haben über diesen Fall. Natürlich auch deine Mexiko-Kontakte, gar keine Frage. Aber das Global Net schließt eine Lücke, die es bisher nicht gab. Aber 270 Leute finanzieren das. Also wenn ihr helfen wollt, werdet einfach Mitglied beim Rüstungsinformationsbüro. Es klingt so banal, aber jeder Mitgliedsbeitrag von 50 Euro im Jahr läppert sich und wir können plötzlich Prozesse finanzieren. Auch die nächste Strafanzeige vorbereiten kostet erstmal 600 Euro. Das ist ein Soli-Preis, absoluter Solidaritätspreis von Holger Rothbauer. Und dann geht's aber mal da 300, da 500, da 600 und das läppert sich. Also da komme ich auf diese Ebene, dass ich es nicht mehr privat finanzieren kann und dass ich einfach verdammt froh bin, dass es Rüstungsinformationsbüro gibt und Leute wie euch gibt, die nachher das Ding mitnehmen und sagen, ich werde Mitglied bei dem und finanziere mit. Noch besser, ich mache mit, ich bin aktiv, ich helfe bei Aktionen. Wir haben jetzt die kritischen Aktionäre Heckler & Koch gegründet, riesiger Erfolg, die Hauptversammlung reingehen und ja, also ich bin Mitbesitzer des Unternehmens, ich habe 2 Aktien. Ja, ich habe 2 Fragen. Das eine ist mit der Aktion Aufschrei. Gibt es sowas Ähnliches auch in Mexiko oder in Ländern, in die Waffen exportiert werden aus Deutschland? Und die zweite Frage ist die Frage nach der IG Metall und nach den Betriebsräten und Gewerkschaften. Also für mich ist das irgendwie schwer nachvollziehbar, dass... ich bin auch Gewerkschafterin, also wie unter dem Dach des DGB offensiv für Rüstungsexporte gearbeitet wird. Also mein Gewerkschafterherz schlägt jetzt heftig, weil ich bin ja Mitglied der GEW, also Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und von Verdi über den Schriftstellerverband, damit übrigens auch juristisch abgesichert, das hilft bei vielen Geschichten. Also ich habe jetzt neulich eine Unterlassungsverfügung von Heckler & Koch wieder gekriegt, dass ich eine bestimmte Aussage nicht treffen darf. Und dann hat Holger sofort zurückgeschrieben und sollte auch den Whistleblower nennen, der diese Aussage bewirkt hat. Und hat Holger zurückgeschrieben, mein Rechtsanwalt Rothbauer, erstens, Aussage wird nicht zurückgenommen, ist inhaltlich korrekt. Erkennt witzigerweise und glücklicherweise in dem Fall auch den Whistleblower persönlich. Das zweite ist, wir werden natürlich keinerlei Whistleblower nennen und wir können auch nicht gezwungen werden, es zu tun, weil ich Mitglied im Fachjournalistenverband bin und im Schriftstellerverband von Verdi und dadurch einen juristischen Schutz habe. Also die könnten mich ganz, ganz theoretisch in Beugehaft nehmen, aber Aussagen muss ich nicht. Wir haben jetzt das Problem, dass wir zu erfolgreich sind. In vielen Ländern, nämlich so erfolgreich, dass europäische Firmen gerade Europa verlassen. Dass die Firma Rheinmetall eine Tochterfirma gegründet hat in Italien, RWM Italia, auf Sardinien, die großkalibrige Munition produziert, wie wir nachweisen können, exportiert an Saudi-Arabien, eingesetzt im Jemenkrieg, feststellbar aufgrund der Blindgänger. Noch schlimmer, Rheinmetall, die größte deutsche Firma überhaupt für Großwaffensysteme, Rheindeutsch, hat ein Joint Venture gegründet mit einer Munitionsfabrik in Südafrika, mit Denel. Und sie haben jetzt von Südafrika aus verkündet, dass sie 38 Munitionsfabriken bauen wollen, weltweit Fabriken. Also nicht Lieferungen, sondern Fabriken. So, und jetzt haben wir gesagt, vom Rüstungsinformationsbüro in Freiburg aus, wir gehen auf die Spur, wir rufen jetzt mal das afrikanische Netzwerk an und wir schauen mal, was in Afrika gebaut wird. Wir rufen das asiatische Netzwerk an und versuchen rauszukriegen, wir rufen das lateinamerikanische Netzwerk an und das amerikanische. Und wir stellen fest, das gibt's alles nicht. Es gibt keine Netzwerke weltweit. Es gibt ein Netzwerk in Europa, nicht sehr stark, aber vorhanden und toll. ENAT, European Network Against Arms Trade. Das ist aber leider sehr, sehr schwach und für mich viel zu schwach, leider. Sodass wir jetzt in Freiburg größenwahnsinnig geworden sind und gesagt haben, wir gründen jetzt das
weltweite Netzwerk. Es gibt uns letzten Jahr. Wir haben schon wahnsinnig viel Wirbel bewirkt. Heute Morgen habe ich den ganzen Morgen zugebracht. Wir haben Baden-Württemberg noch Schulferien. 2 Stunden damit zugebracht, mit einer Australierin zu vereinbaren, wie wir das australische Dependance aufbauen, wie wir in Australien Fuß fassen, wie wir die Firmen ins Global Net reinbringen und die Friedensgruppen und die Rechtsanwälte, die mit uns diesen Weg gehen. Also auch hier gilt, wenn ihr irgendeine Möglichkeit seht, mitzumachen beim Global Net Stop the Arms Trade, ob ihr Sprachen beherrscht und übersetzen könnt, ob ihr Zeitungen auswerten könnt, ob ihr Texte redigieren könnt, ob ihr Aktionen mitmachen wollt, ganz, ganz wichtig, nehmt euch bitte die Flyer mit. Wir sind am Anfang dieses Global Net Stop the Arms Trade, aber die Erfolge sind riesig. Und ich würde den ganzen Abend reden, wenn ich nur sagen würde, was allein diesem Jahr passiert ist. Das macht unglaublich Spaß, obwohl die Materie brutal ist. Da hinten ist dann eine Frage. Ja, ist eine Doppelfrage. Guten Abend. Wäre es nicht eine Möglichkeit zu sagen, man dreht eine Dokumentation und benennt sie anschließend Spielfilm? Nochmal, Entschuldigung, ich habe es nicht gehört. Könnte man nicht eine Dokumentation drehen und sie einfach Spielfilm nennen, beziehungsweise umgekehrt, ihr habt ja juristische Beratung, wie viel muss ich an einer Dokumentation verfälschen, bis dass sie dann Spielfilm werden kann oder darf? Und die zweite Frage ist, es wurden ja mehrfach die Juristen angesprochen, ich sehe Juristen mittlerweile als das größte Problem, was wir haben, mit all den Gesetzen, die sie durch gute Lobbyarbeit auch durchführen. Ist Ihnen bekannt, dass es einen Versuch gibt, Whistleblowing als Straftatsbestand zu etablieren, womit ja Ihre Quellen dann samt und sonders ausfallen würden? Also danke für die Fragen, die sind spannend. Die erste Frage ist in gewisser Weise ein Oxymoron, aber eine Dokumentation könnte, also auch wenn wir jetzt eine Doku machen würden oder Spielfilm nennen, es wird halt dann um 23.45 Uhr laufen, weil es gibt keine Sendeplätze für Dokumentarfilm, auch wenn sie Spielfilm nennen wollen würden. Es ist ja nicht so, dass die Sender nicht anschauen, was sie da haben. Also das würde dann spät abends laufen. Zum zweiten Teil der Frage, für eine Dokumentation wird gar nichts verfälscht. Also die Dokumentation, die direkt nach diesem Spielfilm läuft, also der Film läuft um 20.15 Uhr, um 21.45 Uhr, also 90 Minuten später, läuft dann eine Dokumentation und da ist überhaupt nichts verfälscht. Das Einzige, was da gemacht werden muss, ist natürlich die Persönlichkeitsrechte wahren. Das heißt, Namen von Leuten, die nicht verurteilt sind oder die eben nicht Personen des öffentlichen Interesses sind, müssen abgekürzt werden. Jetzt in dem Fall eben beispielsweise Markus B. und nicht Markus voller Nachname, Mexiko-Vertreter, ehemaliger Mexiko-Vertreter von Heckler & Koch. Kurze Frage, wäre Heckler & Koch als Name okay? Heckler & Koch ist natürlich genannt worden, rauf und runter in der Dokumentation. Im Spielfilm ist es nicht Heckler & Koch, das ist hier HSW und HSW steht verfremdet für Heckler & Koch, Sig Sauer, Karl Walter und viele weitere andere Unternehmen, die es in Deutschland gibt. Und das sind so die Punkte, wo man zwischen Spielfilm und Dokumentation unterscheiden muss. In der Dokumentation wird knallhart Heckler & Koch und knallhart Sig Sauer und wie auch immer konfrontiert mit den Vorwürfen, den Opfergeschichten und so weiter, Seriennummern, alles rauf und runter. Im Spielfilm kann man das nicht machen. Der Spielfilm unterliegt ja der Freiheit der Fiktion, auch wenn hier natürlich der Grad zwischen Fiktion und Realität eben so nah ist, wie uns die Juristen das zulassen. Zum Zweiten, ich sehe Juristen nicht als Problem, ich sehe es als Teil des Status quo und das ist ja auch richtig so. Ich möchte auch nicht, dass es eine regelfreie Welt gibt. Ich möchte auch, wenn ich Teil einer Berichterstattung sein sollte, dass nach Regeln vorgegangen wird und dass es auch insofern fair läuft, dass natürlich die Arbeit mit Juristen in solchen Bereichen, dass es das schwierig macht und dass es, ich sage mal, eine gewisse Komplizierung beziehungsweise eben auch lange Prozesse, die möglicherweise auch unfair ausgehen, naja, das ist Teil des Rechtsstaats, aber bislang habe ich noch keine andere Staatsform gesehen, die besser funktioniert als eben auch der Rechtsstaat. Auch wenn er wirklich Schwächen hat, was man in dem Fall dieser real stattgefundenen strafrechtlichen Prozesse gegen Heckler & Koch und eben auch Sig Sauer und andere in meiner Wahrnehmung sehen kann. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage halbwegs beantwortet. Ich würde Whistleblowing. Es ist eher momentan der Trend so, dass es, momentan kann Whistleblowing als Straftatbestand gesehen werden. Momentan ist es so, vor allem für Whistleblower aus Behörden, dass ihr Whistleblowing, also ihr Aussteigen,
ihre Rentenansprüche gefährden kann und sie theoretisch auch ins Gefängnis bringen kann. Aktuell ist es so, dass auf europäischer Ebene und eben auch auf bundesdeutscher politischer Ebene Gesetze in Arbeit sind bzw. verabschiedet worden, die Whistleblower zum ersten Mal ausdrücklich schützen. Das heißt, da gibt es eine sehr positive Bewegung in dem Rahmen. Das ist nicht abgeschlossen, aber es ist in Arbeit. Kleinen Moment, eine Frage von der Dame da hinten hinsichtlich des DGB war noch offen. Wir haben die IG Metall noch zu beantworten. Ich will noch eine kleine Ergänzung machen. Im Fall von Heckler & Koch hat uns eine Ausnahmekonstellation große Schwierigkeiten bereitet. Nämlich die Tatsache, dass Peter Beierle lange Jahre Präsident des Landgerichts Rottweil war. Und das sind ja die normalen Fälle von Heckler & Koch üblicherweise. Wenn sie sich eben nicht um Rüstungsexport, weil dann wird es automatisch an die Wirtschaftsstrafkammer nach Stuttgart verwiesen. Peter Beierle war Präsident des Landgerichts, wurde pensioniert und wechselte mehr oder minder nahtlos in die Geschäftsführung von Heckler & Koch und wurde Exportbeauftragter auch für Mexiko. Und deswegen saß er auch auf der Anklagebank, aber wurde eben freigesprochen. Und da ist natürlich die Frage, was läuft im Hintergrund? Rothbauer würde das noch sehr viel differenzierter beantworten, weil er sagt, es gab auch über verschiedene Clubs Kontakte, das müssen wir nochmal aufarbeiten jetzt in Zukunft, wo wir nochmal vorgehen müssen, recherchieren müssen, welche Kontakte bestanden zwischen der Justiz in Stuttgart und Peter Beierle. Da sind wir dran. Jetzt kommt Kern dieser Frage von vorhin mit der IG Metall, da antworte ich üblicherweise immer so drauf, sag, habe ich jetzt 3 Stunden, 30 Minuten oder 3 Minuten? Weil das ist natürlich eine hochkomplexe Geschichte mit der IG Metall. Die IG Metall. 3 ist ja schon mal gut. Manche Radiojournalisten würden sagen 30 Sekunden. Es ist ganz einfach schwierig mit der IG Metall und es ist auch schwierig für die IG Metall. Die IG Metall vertritt die Kolleginnen und Kollegen in so einem Werk wie Heckler & Koch. Die haben üblicherweise bei der IG Metall einen Organisationsgrad von 80%, 90%, 95% bei den Betrieben. Bei Heckler & Koch ist es um die 40%, 45%, ist eh schon dünn. Und dann sagen mir die Kolleginnen und Kollegen, ja, weißt du mit deinem Denken, dann sind wir nicht bei 45%, sondern bei 20% oder 5%, je nachdem, ist schon ganz schön schwierig. Das hat aber umgekehrterweise zur Folge gehabt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass die Metaller bei Heckler & Koch tendenziell sehr nahe an der Geschäftsführung waren. Ja, und man manchmal hätte man so Aussagen aufgeschrieben von einem Geschäftsführer und von einem Metaller, hätte es in den Sack geworfen, geschüttelt, man hätte nicht gewusst, wer welche Aussage getroffen hat. Ja. Mich selber attackieren sie zum Teil als Gewerkschafter, Gewerkschaftskollege doch sehr hart, weil sie halt sagen, du hast leicht zu sprechen, du kommst von außen, wir müssen schauen, dass die Arbeitsplätze gesichert sind und dafür tun wir eigentlich alles. Also es gibt nicht den IG Metaller und es gibt nicht die IG Metall, es gibt eine sehr gespaltene IG Metall in Frankfurt hier, wo die Konzernzentrale oder wie sagt man, die Gewerkschaftszentrale sitzt der IG Metall, ist die Beschlusslage positiv und klar für Frieden, für Abrüstung, für Entmetallisierung. Und wir hatten ja auch schon Friedensbewegungsveranstaltungen in den Räumen der IG Metall in Frankfurt, da standen die voll hinter uns. Also gespalten würde ich da mal sagen. In der Naxos-Halle beim Filmgespräch ist Airbus als einer der größten Rüstungsgutentwickler genannt worden. Gehe ich recht in der Name, dass da logistisch entwickelt wird, also unabhängig von dem M-Flugzeug da, von autonomen Tötungsmaschinen für Grenzkontrollen, die zum Teil in Israel auch schon erprobt werden? Also Airbus hat nach Israel noch nicht geliefert im militärischen. Es geht um Entwicklung. Ja, aber Airbus und Israel hat keinen, die haben eine eigene Flugzeugbau- und Drohnengeschäfte. Airbus. Ich meine autonome Tötung. Ja, ja, Drohnen, die töten können. Keine Drohnen. Auch Roboter. Also, was Airbus hat, Projekte auf europäischer Ebene, die entwickelt werden und unter anderem auch Drohnen und Roboter und alles Mögliche. Aber mit den Israelis haben die da nichts zu tun. Die haben ihre eigene und uns. Zumal, so viel ich verstehe, weit überlegene autonome Kampfmaschinenentwicklungsgeschichten, diese Heron-Drohnen und so weiter, die sind weitaus besser als die europäischen. Die europäischen dürfen, glaube ich, gar nicht abheben, weil die kein GPS drin haben oder sowas Doofes. Nein, also das ist tatsächlich ziemlich lächerlich. Wir haben, glaube ich, für viel Geld hat Airbus für die Bundesregierung militärische Drohnen gebaut, die dann am Ende in Europa gar nicht abheben dürfen, weil sie die Sicherheitsvorkehrungen, also diese Warnsensorik nicht haben. Also ihr sprecht mal wieder über mein Unternehmen, weil ich Mitbesitzer bin. Ich habe auch eine Airbus-Aktie.
Gehe zuweilen auf die Hauptversammlungen alle paar Jahre in Amsterdam, weil es ein deutsch-französischer Konzern aus Steuergründen mit Sitz in Amsterdam. Vor 4 Jahren sagte die Geschäftsführung auf dem Podium, wir haben 2 lukrative Geschäftsfelder, und das geht jetzt schon mal näher an die Frage ran, die du gestellt hast. 2 lukrative Geschäftsfelder der Zukunft. Das eine sind die Kampfdrohnen, also sie redet nicht von Aufklärungsdrohnen, sondern von Kampfdrohnen. Das zweite sind die sogenannte Border Security, Grenzsicherungsanlagen, die Airbus schon nicht nur getestet, sondern als größten Grenzsicherungszaun weltweit bereits gebaut hat, rund um Saudi-Arabien. Und das Global Net recherchiert gerade intensiv, das könnte dich sehr, sehr interessieren, an 2 Punkten. Das eine ist schon raus. Fall 3 ist die Rüstungsexporte der israelischen Rüstungsindustrie. Sehr, sehr spannend, von den Medien boykottiert, weil man das nicht gerne hört, was da läuft. Andere Fälle sind sehr publik geworden, der Israel-Fall nicht. Nachzulesen in mehreren Sprachen auf dem Global Net. Das zweite ist, wir werden Ende des Jahres mit Fall 6 rauskommen, und da geht es genau um diese Geschichten. Welche Firmen weltweit, wir sind im Moment bei 21, wir werden einige davon genauer beleuchten, Northrop Grumman und so weiter, welche Firmen produzieren Waffen, exportieren Waffen, liefern sie in Krisen- und Kriegsgebieten, destabilisieren ganze Regionen, treiben Menschen in die Flucht und bauen zugleich die Grenzsicherungsanlagen, um die Flüchtlinge abzufangen, also profitieren doppelt. Das werden wir Ende des Jahres publizieren. Global Net, Stop the Arms Trade, nachlesen. Wie gesagt, der Israel-Fall ist drauf. Ich schätze mal, im Dezember wird dann auch der Border Security-Fall drauf sein. Das ist eine Frage. Ich komme rüber. Oh, ist keine Frage, ein Hinweis. Es sind ja schon einige Möglichkeiten genannt worden, wie man gegen Rüstungsexporte aktiv werden kann. Wer das hier in Frankfurt tun will, hat in diesem Monat noch Gelegenheit. Und zwar am 20. September und am 21. September. Ah, ist da ein Flugblatt angekommen? Also draußen liegen ungefähr 50, 60 Flyer, waschen sogar mehr. Ah ja, ich habe die beim Reinkommen. Könnt ihr alle mitnehmen. Ah ja, super. Also, das ist dann das Straßentheater am Freitag, dem 20. nachmittags auf der Zeil. 16 bis 18 Uhr, dann abends die Podiumsdiskussion. Da geht es darum, mehr Europa, mehr Rüstungsexporte. Da geht es also um Rüstungsexporte im Rahmen der Europäischen Union. Da wird auch Jürgen Kresslin teilnehmen. Und im Haus am Dom. Und dann samstags gibt es eine Kundgebung in Neu-Isenburg, nicht weit von hier, vor der Nibelungenhalle, wo unter anderem auch der Bürgermeister von Neu-Isenburg sprechen wird, der also auch zu den Bürgermeistern für den Frieden gehört. Wie gesagt, Flugblätter liegen aus draußen und auch noch weitere Informationen. Ja, ich habe vielleicht noch eine Abschlussfrage. Du hast ganz am Anfang, als wir vor dem Film gesprochen haben, gesagt, Daniel, dass du eigentlich fast der Einzige bist in Deutschland, der solche Filme dreht, der so recherchiert, der so in die Länder fährt, der so politisch versucht, auch Ziele zu machen. Egal, auch wenn du es jetzt wieder relativieren willst. Nö, auf den Spielfilm bezogen. Okay. Was glaubst du, woran das liegt? Das ist einfach der lange Atem. Du musst ja in dem Fall, wir machen ja dokumentarische, journalistische Arbeit über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Das muss man sich leisten können und das auch durchhalten, durch dick und dünn. Man muss auch die Möglichkeit haben, viele Fäden aufzunehmen, die dann nie zu irgendwas führen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur Waffen oder nur Oktoberfestattentat über die letzten 10 Jahre gemacht haben. Also es ist auch viel, was am Ende dann eben nicht zu einem Themenabend oder eben nicht zu einer Dokumentation führt. Das ist eins. Und Nummer zwei, natürlich auch den Wahnsinn, sich dem auszusetzen. Weil es gibt viele einfachere Wege und das ist auch alles berechtigt. Alles von gute Zeiten, schlechte Zeiten bis hin zum Tatort, das ist alles berechtigt, das hat alles Zuschauer. Und wir haben eben eine kleine Facette, die gewachsen ist durch unsere eigene persönliche, subjektive Leidenschaft für das politische Erzählen und das Glück, das wir hatten mit Blinder Fleck, dass wir tatsächlich etwas erreicht haben, ohne es zu wissen oder zu beabsichtigen. Wir wussten ja nicht, was wir da tun, dass wir eben mit Spielfilm realpolitisch etwas auswirken können, etwas bewirken können. Und ja, wir sind in diesem Bereich wirklich die Einzigen, die das so machen. Auch außerhalb von Deutschland würde ich jetzt kein Projekt kennen, das so in die Art, auf diese Art und Weise funktioniert. Aber das macht großen Spaß und das ist in gewisser Weise auch der Auftrag, den ich für mich fühle. Es gibt ja viele Leute, die weitaus bessere Filme machen.
Und ich meine, Gott sei Dank, wir werden ja bei jedem Film besser. Aber es ist nicht der Anspruch, wir können die besten Filme machen, sondern es ist der Anspruch, wir können politisch richtig was erreichen, und zwar gemeinschaftlich. Und deswegen, wir haben vorhin noch drüber gesprochen, gibt gute Kritiken, schlechte Kritiken, gute Leute, die was, also, solange drüber geschrieben wird, solange man es weiterträgt, ist es einfach großartig und ist unser Ziel damit eigentlich erreicht. Ich möchte aber auch noch was abschließend sagen, weil ich denke, man, und Jürgen und ich, das ist immer so der, ich sag mal, der Knackpunkt oder unsere unterschiedliche Weltanschauung, was ja in Ordnung ist, weil wir in der Demokratie leben. Man kann komplett gegen Rüstung sein. Man kann für Rüstung sein. Es gibt aber in Deutschland einen politischen Prozess, der durch unsere gewählten Vertreter im Parlament Gesetze festlegt. Und das Kriegswaffenexportgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist ein gutes Gesetz. Das ist im Fall von Heckler und Koch und vielen anderen umgangen und gebrochen wurde, teilweise mit Hilfe der Beamten, ist eine Katastrophe, und für mich gehören die alle auf die Anklagebank. Auch wenn sie jetzt verjährt sind, leider und so weiter, aber das ist schrecklich. Die Diskussion aber, die Moral, das ist eine Straftatdiskussion, also das ist für mich eine klare Linie, so etwas darf nicht passieren. Und das ist, glaube ich, auch die Stärke dieser Themenabende. Wir gehen nicht auf die moralisch-ethische Diskussion, sondern es geht um den Straftatbestand. Deswegen folgt nach unserem Film eben auch keine Diskussion über Moral und Ethik, sondern ein juristisches Verfahren. Auf der moralischen und ethischen Ebene muss man natürlich, und das ist gut so, die Diskussion führen, ob man denn für Waffenexport, ob wir denn als Deutschland, als ein reiches und ein modernes Land Kriegswaffenexporte überhaupt haben wollen. Jürgens Antwort darauf ist ganz klar, nein, oder eine Rüstungsindustrie. Meine Sicht der Dinge ist ambivalent in gewisser Weise. Ich möchte natürlich keine Kriegswaffenexporte in Kriegs- und Krisenländer. Gleichzeitig, wenn wir mit Parlamentsbeschluss Soldatinnen und Soldaten, also 18-, 19-, 20-jährige Kinder irgendwo in den Hindukusch schicken, um dort unsere Demokratie zu verteidigen, egal wie man das sieht, ob man für diesen Einsatz ist oder nicht, sollten die verdammt und zugenäht die bestmöglichen Waffen in die Hände bekommen, um sich im Notfall zu verteidigen. Und nicht, dass wir, wenn dieses Gefecht dort ausbricht, ihnen die G36 in der Hand wegschmelzen. Also das sind so Jetzt Dinge, hätte ich doch richtig Lust, mit dir zu diskutieren. Ja, das machen wir auch weiter. Das machen wir auch regelmäßig und das ist auch Teil jeder unserer Podiumsdiskussion. Weil ich denke, dass man im demokratischen System auch den Mut und die Möglichkeit haben muss, über solche Dinge zu diskutieren. Und es gibt eben einen parlamentarischen Prozess durch unsere gewählten Vertreter, die immer wieder sich mit der Thematik Kriegswaffenexporte auseinandersetzen. Und wenn wir wollen, dass Kriegswaffenexporte komplett verboten werden, gibt es auch eine Partei, die man wählen kann. Das ist die Linke, beziehungsweise in gewisser Weise auch die Grünen. Die sind auch relativ restriktiv. Andere sehen das anders. Aber die werden den Prozess, den demokratischen Prozess auf parlamentarischer Ebene voranbringen. Und das ist einfach spannend. Und ich wollte es einfach nur mal sagen, dass wir einfach, es ist eine Diskussionsgrundlage, die wir haben. Diese Filme sollen politisch-gesellschaftlich zum Denken anregen. Und zwar nicht nur in eine Richtung. Es ist nicht Demagogik, sondern es ist Denkanstoß. Und das kann in jede Richtung gehen. Und deswegen nochmal meinerseits abschließend für heute Abend. Danke, dass ihr da wart und danke, dass wir so schön diskutieren können. Unter Freunden. Ich danke auch und eine gute Nacht. Ja, lass großen Applaus bitte, Daniel Harich, Jürgen Gresslin und Rudolf Warschech. Lass mich noch dreimal Danke sagen. Okay. Der Gernot Lerner, der gerade gestanden ist, die DFGVK, die Deutsche Friedensgesellschaft, macht eine hervorragende Arbeit hier in Frankfurt. Sprecht ihn an, macht mit. Der Daniel hat vergessen zu sagen, vielleicht auch einfach nicht, weil er das nicht wollte, aber Daniel, zu deiner Arbeit gehört auch eine ganz gehörige Portion Mut. Ja, und das sagst du natürlich nicht selber, aber wer nach Mexiko reist und weiß, was da los ist, also ich weiß, dass du manchmal sagst, wie schön das Land ist und wie toll das Land ist, wie nett die Menschen sind, aber es gibt auch weniger nette Menschen. Im Film war es mal dargestellt mit diesem Motorradfahrer, der mal ganz kurz da ist und die Penelope und den Bruder erschießt, und das ist halt Mexiko. Ich habe eine Freundin aus Mexiko, die auch beim Global Net mitmacht, die sagt, vor 2 Jahren hat sie gesagt, wir haben jetzt ein Jubiläum, 100.000 Desaparecidos, 100.000 verschwundene Menschen in Mexiko, die sind einfach weg. Ja, und es ist brutal gefährlich, dort was zu machen. Ich danke Ihnen, dir, wie auch immer, für die tolle Unterstützungsarbeit, weil solche Filme ja oft gar nicht möglich wird, ohne dass ihr das machen würdet, sozusagen. Und da muss Finanzierung kommen, und dass sie kommt, Dankeschön dafür. Und ich möchte euch nochmal bitten, zum Schluss, geht nicht einfach nach Hause und sagt, das war so ein normaler Film und so ein normaler Filmabend und die Diskussion, das war schon irgendwie spannend oder sowas, sondern sagt, ich suche meinen Platz, und vielleicht habt ihr ihn gefunden, aber vielleicht sucht ihr ihn noch in
den Organisationen, die es gibt, um zu sagen, ich setze mich ein gegen Waffenhandel, weil Waffenhandel ist die schlimmste, die tödlichste Form der deutschen Wirtschaftssicherheits-Außenpolitik. Da passieren grausame Dinge, was der Film ja ganz gut auf den Punkt bringt. Da sterben viele, viele Menschen. Und ich finde, es ist unsere verdammte Verantwortung, nicht einfach zu sagen, jetzt legen wir die Füße hoch und haben uns mal einen Abend gemacht, der war nicht so angenehm, aber morgen kommt ja wieder ein schöner Tag. Wir haben eine Verpflichtung, diesen Menschen zu helfen. Sei es dadurch, dass wir hier kämpfen, dadurch, dass keine Waffen mehr exportiert werden oder dass wir uns in den Ländern einsetzen, um die Menschenrechts- und die Hilfsorganisationen zu unterstützen. Das sind wunderbare Gedanken. Stopp, jetzt kommt ihr noch als Kino. Ich finde... Dass ihr uns die Bühne bietet, sowas zu machen, ist nicht selbstverständlich. Absolut. Ja, dass ihr kommt und euch nicht irgendwie abends jetzt mit Freunden chillen, würde mein Sohn sagen, ja, sondern da seid, euch so ein ernstes Thema anzutun, ist nicht selbstverständlich. Dass das ganze Projekt, Film, Buch und alles, was dahinter steht, so toll geklappt hat, weil so viele Menschen hinter uns stehen, und an dieser Stelle einfach ein herzliches Dankeschön. Kann ich nur zurückgeben und danke für die Anstöße. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr weiter diesen langen Atem habt für die richtigen Themen dieser Erde. Kommen Sie gut nach Hause. Nochmal großen Applaus. Es war wirklich ein spannender Abend. Dankeschön. Danke.